Ich denke, dass ich die Menschen sicherlich anders sehe. Das ist eine philosophische Frage. Ich kann ja gar nicht wissen, wie jemand anders guckt. Wahrscheinlich, vielleicht gucken wir alle gleich, vielleicht gucken wir alle unterschiedlich. Ich habe nur ein Fach, von meinem Fach her, eine bestimmte Faszination dafür, wie ästhetische Wirkung mit Form zusammenhängt. Und das suche ich halt immer. Und das ist wie ein bedingter Reflex. Ich kann gar nicht anders. Ich muss das suchen. Und das stört mich aber überhaupt nicht, weil es einfach eine Faszination ist. Das ist ja nichts Schlimmes. Und da lerne ich einfach auch nicht aus. Das ist das Komische. Jetzt habe ich schon so und so viele Köpfe gemacht, was weiß ich, 150 oder was. Und bei jedem Kopf, den ich mache, entdecke ich wieder was, auf das ich nicht gekommen wäre. Das finde ich abstrus, wenn ich schon viel kenne. Dass die Natur immer wieder Lösungen vorhält, auf die ich nicht gekommen bin. Ganz im Gegensatz dazu bei Michelangelo, der hat in seinem Leben ein Porträt gemacht. Alles andere sind Kopfgeburten. Also hat er sich halt frei konzipiert. Und er kommt da auf Lösungen, die einfach jedem zeigen, der sich damit auskennt, dass der auf ein riesen Repertoire zurückgreifen kann, auf das ich nicht kommen könnte. Der hat einfach noch eine zusätzliche Fantasie und eine zusätzliche Kenntnis. Das ist unglaublich. Aber man arbeitet sich ran. Wenn man anfängt, so einen Kopf zu bauen, wie ich ihn von Friedrich jetzt mache, da muss man erstmal ein Gestell anpassen an die Haltung des Modells, wie man die Arbeit machen möchte. Das ist die Konzeptionsfrage, Motivfindung. Was hast du hier? Eigentlich nicht, ne? Hast du hier? Ja. Was hast du gedacht? Wird die Büste so groß oder wird die Büste so groß? Es hat einen ganz anderen Ausdruck dadurch, wenn die so ist. Es ist noch viel stattlicher, viel mehr Gewicht. Und so ist es schon eine schöne, ganz klare Sache. Und man muss sich immer für das Bessere entscheiden, also mache ich das Größere. Ja, der ist gut. Dann geht die eigentliche Arbeit los. Jetzt entsteht die Büste selbst. Und ich klatsche Ton an dieses Gestell und nehme weg, tue weg, tue dran, nehme weg. Und dann hat es überhaupt keinen Sinn, irgendwie zaghaft rumzupirschern und irgendwie ein bisschen anzufangen, sondern man muss eigentlich gleich sehen, so schnell wie möglich das Volumen aufzubauen, die Ausmaße aufzubauen, die die Arbeit am Ende haben soll, damit die Arbeit großzügig bleibt. Man muss eine Arbeit immer vom Großen ins Kleine denken. Wenn man vom Kleinen ins Große das machen wollte, würde die Arbeit komplett auseinanderfallen, gestalterisch. Es muss alles von Anfang an sitzen, sonst wird es gar nichts. Und dann schiebt sich das alles zurecht. Ich hab das. Sehe ich zu, dass ich die Sachen dahin setze, wo ich meine, dass sie hingehören. Und dann gucke ich von der anderen Seite und stelle fest, das ist viel zu viel an der Stelle oder da noch viel zu wenig. Also mache ich weiter. Dann stelle ich durch da was hin, wo ich jetzt denke, dass was hin muss oder was weg muss. Und so schiebt sich das zurecht in die richtige Position, dass man sehr bald weiß, okay, so hoch ist das, so weit ist das, an dieser Stelle hat das Ding diese Neigung, an dieser Stelle hat es diese Neigung, das hat diese Dynamik oder eben nicht. Und das muss man anfangs anlegen, damit man in der weiteren Arbeit diese Richtung quasi ausartikulieren kann, vertiefen kann, betonen kann. Denn wenn man mit kleinen Richtungen anfängt und die dann zusammensetzt, wird man den Fluss nie haben. Man muss also erst die Volumina, die Richtungen, die Tendenzen setzen
und alles Weitere ist eigentlich nichts anderes, als diese Dinge durchzuführen. Ich versuche eigentlich, die ganze Arbeit an jeder Stelle im gleichen Stadium zu halten. In jedem Stadium soll die Arbeit eigentlich schon alles erzählen können. Die muss eigentlich schon da sein. Eigentlich von Anfang an. Und es wird immer nur weiter, wie soll ich sagen, weiter spezifiziert, weiter herausgeholt. Und irgendwann ist man so weit, dass man denkt, ja, jetzt ist es genug. Aber die Arbeit sollte auch so sein, dass man sie in jedem Stadium abbrechen kann. Das, weil sie einfach sagt, okay, die ist trotzdem okay, wie sie ist. Ich denke nur abstrakt in der Form. Für mich ist es nur eine Frage der Artikulation der Volumina und in welche Richtung sie steht und so weiter. Ich mache eigentlich immer nur Zusammenhänge. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, oh, ich mache jetzt Nasenflügel. Ich weiß natürlich, ich bin jetzt am Nasenflügel oder am Mundwinkel, aber es geht immer um ein Gefüge von Form. Es ist eine Konstellation von Volumina, von Richtung, in welche Richtung ist der Kopf geneigt. Wenn ich so dann den Mundwinkel habe oder so die Mundrichtung habe, dann muss das Volumen dort dahin, damit das eben so sitzt, wie die Wirkung angestrebt ist. Es ist mir wichtig, dass ich, während ich arbeite, mich mit der Person irgendwie unterhalten kann. Das ist, also bei Leuten, die ich kenne, ist das weniger nötig und weniger der Fall auch. Aber bei Leuten, die ich gerade erst kennenlerne, da ist das natürlich spannend und da erfährt man ganz viel über die Person. Und diese Nuancen suche ich dann. Also dann ich gucke in dieses Gesicht und denke, ja, jetzt habe ich das und dann kann ich eine Reihe von Nuancen quasi addieren, in einem Gesicht zeitgleich oder ja, analog zeitgleich aussprechen, obwohl die normalerweise nicht zeitgleich da sind im Gesicht. Und das so leise machen, dass sie alle nur so ein Hint, nur so angedeutet sind. Und dadurch bekommen die Gesichter oftmals eine große Vielfalt und haben irgendwie etwas Seltsames, weil es nicht eindeutig ist und nicht eindeutbar ist. Ja, da war mir Spaß. So. Es hat natürlich etwas von Wiedergabe. Das ist auch als Wiedergabe gedacht, das ist ja auch ein Porträt. Es ist aber gleichzeitig auch eine Interpretation. Denn ich bin mir sicher, wenn jemand anders die gleiche Haltung modellieren würde, käme was anderes raus. Es geht mir durchweg um das, ja, wie soll ich sagen, um die Sprachmöglichkeiten der plastischen Form und eben nicht um Abbildung. Nee. Nicht um Verismus, auf keinen Fall. Mir ist es dann wichtig, wenn ich dann meine Arbeit mache oder auch an meinen Arbeiten was erkläre, dass ich zeigen kann, warum ich etwas wie gemacht habe, um zu erklären, wie das Fach funktioniert. Denn das Fach selbst ist in Verruf geraten und ich möchte ganz gerne dazu beitragen, dass man das Fach wieder rehabilitieren kann.